So, willkommen zurück in Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir eine neue Technik gelernt, die komplett reinscheppert. Und zwar Tanz des Zorns. Wir haben das Phantom von Yarikawa in der letzten Folge besiegt und dadurch diese neue Technik gelernt. Richtig geil, scheppert ordentlich rein. Und jetzt machen wir weiter. Die Frage ist nur, wo wir weitermachen. Ich würde sagen, erkunden wir erstmal alles, ne? Gerade das hier muss weg. Kage, komm! Würde ich jetzt sagen, einfach Stück für Stück jetzt erkunden, ne? Naja, ich kann euch gleich noch mal den Sucht mich jemand? den Dinger zeigen, den Tanz des Zorns. Der Sieg verbraucht halt drei Dinger, ne? Drei Entschlossenheit. Scheppert aber auch ordentlich rein, was das angeht. Und hier. Zack. Machen wir gerade nochmal, weil es ein bisschen Fail. Genau. Ist ziemlich OP. Drei heftige, mächtige Schläge kommen dadurch und dann geht's richtig ab. So, machen wir da drüben weiter. Da, wo es brennt. Auf jeden Fall. Mutter, da brennt es auch, ne? Das ist auch wieder was anderes. Ah, das sieht auch nach mongolischem Gebiet aus. Deswegen. Weil da wird es nicht umsonst brennen. Los jetzt, Kage. Ja. Mongole? Ein Schamane? Also. Okay. Habe ich eine Rauchbombe? Nein. Da muss halt die Haftbombe regeln. Ja, wie viele sind denn hier? Ein bisschen viele. Ja? Alter, waren das jetzt viele?
Junge. War doch ein bisschen mehr als ich gedacht, ja. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei, oder? Ne, ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Ja. Ich kann mal wieder Rauchbomben. Am Feuer, also. Oder? Ne, im Gebäude. Zack! Ja, das macht so Spaß, die ganzen Leute wegzuschreddern. Erledigt. Tenjuin! Hingin Gu Harwo! Yamar Negem Harwo! Warum hat er keinen Damage bekommen? Na gut, ist mir egal, eigentlich. Ich bin so ein bisschen weird manchmal. Trotzdem. So. Vom Schongen ist was so. Юу ч алга да. Вот жана зайта. So, lol. Noch nicht. Ich will erst das Zeug holen, deswegen. Wo geht's weiter? Da drin. Aber wir haben doch noch irgendwo noch einmal Eisen. Ja, ein Banner noch irgendwo. Game ist das, Leiche. Ghost of Tsushima. So, okay, dann. Zack! Weg mit dir! Wo ist der letzte Banner? Ein Gegner verbleibt, aber es fehlt noch der letzte Banner. Kann ich nicht schwimmen, warum nicht? Da ist der letzte Gegner.
ist der Banner? Hier drin? Ja. It's called Ghost of Tsushima. It's a samurai game. Where the hell is the last banner? Ah, over there. Lol. Let's go. Oh, it's too warm. Ja, aber ich war doch in dem Gebäude. Oder? Oh, da. Oh. Seid ihr so feige? Genau neben dem Dinger. Genau neben der Kiste. Lost. Oh Bro, du wirst keine Unterstützung mehr bekommen. Du bist der Letzte. Was ist denn der jetzt? Warte. Ja. Was macht denn der? Da. So. Den beenden wir. Mit dem Tanz des Zorns. Weil wir es können. Let's go. Na, das ist ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Ein bisschen gefehlt. Auf jeden Fall. Zwei Technikpunkte. Und zwei Gold. War es wichtig. Brauchen wir für unser Schwert. Für unser Katana brauchen wir das. So. Bam. Was? Hier ist gar nichts an Zeug? Okay. Ja, dann geht's da rüber. Zum Ausguck. Da war ganz schön viel los jetzt hier auf jeden Fall. Jetzt geht's zum Sumpf. Ne, Steinsumpf Ausguck. Aber dass da nichts drumrum ist, enttäuschend. Wir können ja hier eine neue Technik anwenden, die wir auf Iki gelernt haben. Und zwar der Sturmritz. Auch eine sehr, sehr coole Technik. Warte. Hep. Nein.
ich wollte ihn ins Feuer kicken, aber hat nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Kommt ja noch einer. Oh, ich sehe nichts. Einfach drauf losschlagen. Du hast so frei und gönn mir mal was. Ja, wo kommst du denn her? Ey, wo haben wir denn Rauchbomben her wieder? Ups. Ey, das ist nicht fair, das tut weh. Aua. War's das schon oder wie? Schmeckt. Super. Dann sind wir hier durch. Jetzt macht's hier Pop. Schön. Aber wir können unseren Langbogen verbessern. Das ist vorteilhaft. Machen wir das gleich. Ringglocken. Ja, der Sturmritt. Haben wir auf der Insel Iki gelernt. Oh, einer meiner Favorites, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Hey, da noch ein Haufen Stuff, ey, zum Mitnehmen. Danke. Hep. Ja, gut, dann war's das hier. Sehr schön. Opala, das ist ja ganz schön riesig hier, ne? Oder? Ah ne, das ist Kamigata, das ist die nächste Insel. Ja, aber ist trotzdem riesig, ne? Gerade hier. Ich würde sagen, das machen wir jedes Fragezeichen erstmal. Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen. Ja, dann machen wir zuerst ein Duell. So, Zeit für ein Duell. Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. Duell im ertränkten Sumpf. Dann wollen wir mal. Ihr habt in einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? LOL! Man kann bei den Duellen sogar die Fähigkeiten einsetzen. Okay, ist okay. Oh, ein bisschen aufpassen, damit ich nicht so viel leben. Also, er hat ein Minus-HP. Wir haben das noch verloren, halt deine Fresse, was? Wie schlecht! Alter. Ich kann nicht ausweichen. Ich habe zwar Kreis gedrückt, aber ich konnte nicht ausweichen. Ich
habt in einer Burg gelebt. Digga, wahrscheinlich haben wir das noch verloren, Digga. Warum seid ihr dann außer Atem? Check das nicht, weil kann ich nicht ausweichen. Müsste eigentlich reichen, oder? Nein, nicht Schwanz, aber. Doch, hat gereicht. Sehr schön. Leb wohl, Rodin. Okay, cool. Ja, im zweiten Anlauf, dritten Anlauf, dritten Anlauf, glaube ich. Ist okay. Alle guten Dinge sind toll. Was soll das für uns? Hallo? Na moin. Mit dem Tod im Zusammenschinden. Ein schöner Blick. Zusammenstehen. Kein Weg mehr zu sehen. Der vor uns sind fucking Mongolen, Digga. Sehe ich das jetzt? Hä? Wo sind die jetzt hin? Ah, jo, einfach verschwunden. Na gut. Schickt euren besten Krieger. Scheiß Strohhüte.
So, mein kleiner Freund. Wohin führst du mich? Schnell, Kagel! Aber ich habe gar kein Scheines gesehen. Ah, da drüben. Okay. Ah, das ist immer das coolste Detail an diesen Fuchsbäumen. Fuchsbauten. Man kann im Nachhinein meistens den Fuchs nochmal streicheln. Und hat diesmal wirklich. Pass auf dich auf, der Mann. So, jetzt geht's da oben weiter. Haben wir hier irgendwie einen Teleporter oder so? Ja, von der Säule da hier raus. Oh, lol. Guck mal. Nee. Das sind auch so ziemlich coole Details hier. Guck mal, was haben wir denn da vorne? Zieht eure Klinge! Der hat Angst bekommen. Der C-Huhn, als wir im Pferd sind. Lage von Überlebenden, oder? Nee. Hier bin ich! Und Golenlager. Oh lala, das war ein Tick zu früh. Naja, kurz vor dem nächsten Upgrade. Und total viele, wie heißen die hier? Schwäne? Ich glaube. Mongolisches Gebiet. Hier ist ja alles voller mongolischen Gebieten, ne? Da Fights über Fights in dieser Runde. Da sind sogar Strohhüte dabei. Lol, wie kreativ. So, was haben wir hier für eine Mission? Töte Gegner mit dem Kurzbogen. Okay. Aua. So, jetzt können wir die Mongolen besiegen. Oh, schon besiegt. Doch nicht recht. Erwischt! Hm.
Glänzender Stahl, okay. Oh Lord. Was haben wir denn da für Dinger bekommen? Oh, was? Wo willst du hin, Fräulein? Du kommst hier nicht weg. Boom. Nice. Ja, ist ein Fight über Fights auf jeden Fall. Gefällt mir. Oh, das ganze Eisen können wir echt gut gebrauchen. Na, die Blumen jetzt eher weniger, weil die Blumen sind nur für die Skins, die man kaufen kann, für die Schwerter und für Kleidung etc. Aber Mission geschafft, Bonusdinger geschafft. Können wir ja weitergehen. Wir könnten sogar hier runter erst, ne? Machen wir das erstmal. Bin ich ehrlich. Ja, ja, machen wir erstmal wieder die ganze Map-Erkundung, bevor wir mit der Story weitermachen. So wie in. Wie heißt die Insel? Ja, Isohara, genau. Da haben wir ein bisschen zum. Bisschen Misch aus beiden gemacht. Aber decken wir jetzt erstmal in dieser Folge noch die Fragezeichen auf. Das sieht wunderschön aus hier wieder. Also. Orttechnisch. Ghost of Tsushima echt OP, der hier. Jetzt mal gucken, was uns hier erwarten wird. Wir sind ja jetzt schon da. Ist es der Schrein da oben oder wie? So wie es aussieht schon. Scharlachfels. Schrein. Hm. Wie komme ich da hoch? Einmal außenrum oder was? So wie es aussieht schon. Ja. Okay, nice. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Ich glaube, wir müssen sogar hier starten dafür, ne? Ja, okay, Digga, was ein Sprung. Runter jetzt oder was? Ah ne. Oh. Jetzt auf den aus. Jetzt ist auch rüber. Man kann theoretisch runter für die ganzen Blumen, aber bin ich ehrlich, brauchen wir nicht. Geschafft. Sehr schön. Boah, ich habe meinen Partner für die Folge. Auch wenn es nicht wirklich passt, aber ist egal.
Ringusten halt. Ja. Aua. Na gut, egal, geschafft. Nice. Jetzt machen wir hier oben weiter. Tatsächlich. Den Fuchs haben wir gemacht, ne? Nicht abgeschlossen. Dann machen wir erst den Fuchsbau. Das letzte Gefecht der Rebellen. Ja. Dort ist ein Bärchen. Dort ist ein Bärchen. Bärchen, Märchen. Bleib mal stehen. Digga. Schlecht sind wir. Kacke, wir sind, Digga. Oh man. Was ein Mega-Fail. Aber wir können es hier hin teleportieren, deswegen ist es gut. Ich muss trotzdem 400 Meter reisen. Schade. Das war ein Mega-Fail jetzt gegen den Bär. Torito. Was haben wir denn hier, Digga? Du hast das Dorf oder was? Nee. Horashima Dorf. Oh, hier haben wir den Friedhof. Mongolen plündern den Friedhof. Diese schamlosen Diebe. Ich wollte eigentlich gar keine zweite Dinger setzen. Nervensäge.
Und da haben wir Torhüter wieder. Sie haben ihn durchsucht. Aber worauf fahren sie aus? Gucken wir mal. Die Schnitte sind nicht tief. Sie haben ihn gefoltert. Was auch immer sie haben, er hat es nicht verraten. Ihre Mann. Abgerissene Blütenblätter. Dreck. Als hätte er nach etwas gegraben. Oder er wollte was verstecken. Er hat sein Leben für sein Geheimnis gegeben. Vielleicht kann ich es finden. Die Last des Diebstahls. Und die Last. Die, was für Last, Ding, ne? Die Last des Diebstahls. Okay, das ist hier direkt in der Nähe. Eine Blutspur. Das ist es aber nicht. Wo ist denn die Blutspur hier auf einmal? Aha. Die gleichen Blumen wie bei dem Mönch. Eine Tsushima, ein Tsushima gelegt. Jo, da reisen wir definitiv nicht hin. Wir machen jetzt hier erstmal weiter, Bruder. Auf jeden Fall. Ups. Ach, Digga, ich bin so verloren, Mann. Ah, da unten ist was hier. Heiße Quelle, oder wie? Ne, sieht nach einem Duell wieder aus. Mal gucken, wie wir da runterkommen. Ob das der reguläre Weg ist hier. Guck mal, hier muss ich mal gerade absteigen. Oh, scheint der reguläre Weg zu sein. Ja, das ist ein Duellring. Okay, auf Full Life sind wir eigentlich so gut wie. Nee, was anderes. Doch, das ist. Ich ehre euch zu begegnen, mein Herr. Macht euch bereit zum Kampf. Ich warte nur auf euch. Oh, wieder ein Strohhut. Wir müssen das nicht tun. Ich schwor euch entgegenzutreten. Ich bin nur ein Ronin, doch ich halte mein Wort. Wie ihr wollt. Na gut. Er will unbedingt sterben. Digga, was ist er denn für einer? Wir müssen das noch aktiv. Oh, kann ich parieren. Ergebt euch und bleibt am Leben. Danke. Aber ich lehne ab. Yes. Hey, ich war in der Schlaganimation. Yeah!
Sendes! Nice. Gut. Ich hoffe, ihr findet im nächsten Leben wahre Ehre. Wie er hier auf uns gewartet hat, ne? Und man kann hier so eine Schnellreise hinmachen. Finde ich super. Ne, warte mal. Ich glaube, von hier unten aus ist es ja, ist der richtige Weg zum Tempel. Oder? Ja, oder links, aber schaffe ich den Sprung? Ja. Also keine Möwe. Ich habe sie ganz klar getroffen. Ah, das ist cool. Das war so. Es kommen ganz viele Frösche. Können wir aufschätzen, ne? Ich würde mir gerne die Trophäe kurz anschauen, die ich bekommen hatte. Besiege 20 Gegner mit einem Gegenangriff nach einer perfekten Parade. Ah, oh, lol. Okay. Jetzt müssen wir so sputen. Auf jeden Fall, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde gerne die Folge beenden. Aber ich wollte noch das hier mitnehmen, deswegen. Es sieht wieder so cool aus hier, ne? Diese Kameraperspektive, das ist. Bin da crazy. Hier geht's nicht weiter. Doch. Hallo, mein kleiner Vogel. Schaff ich den Sprung? Opa. Ah, da hoch. Oh. Oder? Oh shit! Digga. So, das wird immer dunkler, Digga. Toll. Wir sind zwar fast da, glaube ich. Ah, jetzt sind wir da. Sehr cool. Oh, das sieht sehr, sehr cool aus. So, das war's erstmal für diese Session. Ey, wir waren noch da unten. Hat das noch Platz für die Folge? Ja, mal gucken. Ob das noch Platz hat für die Folge. Jetzt würde ich noch von der nächsten Folge reinballern. Habe ich schnell genug. Warum ist denn das auf einmal so dunkel auf einmal? Kommt denn der Regen auf einmal her? So schwarze Farbe, Händler. Die Händlerin. Ein Samurai?
Seid ihr lebendig oder eingespenst? Ich lebe. Noch. Und frage mich, was ihr hier tut. Ich war besorgt, das Geheimnis meiner Farben wäre nutzlos. Doch ein Samurai lebt. Meine Farben sind Mitternacht. Feuergeschwärzte Bäume. Sehnsuchtsvoll dunkle Augen. Bringt mir die Materialien und ich kleide euch ein, mein Herr. Cool. Oha. Ja, definitiv, Digga. Die Dunkelheit steht euch. Geht leider nicht. Das sieht sehr geil aus. Die Mongolen werden glauben, die Schatten kommen sie holen. Sehr cool. Oha. Die Dunkelheit steht euch. Ihr habt meinen Dank. Aber schön dunkel hier. Dass man nicht verschluckt, mein Freund. Hä? Haben wir das? Ah, hier. Sehr cool. Ja, gefällt mir. Dieses Lila mit dem Schwarzen. Der Helm passt zwar jetzt nicht mehr das so ganz dazu. Nevermind. Jetzt passt es wieder. Ja, jetzt passt es. Perfekt. Let's go, Digga. So, wir können unseren Langbogen verbessern. Nicht Kurzbogen, sondern Langbogen. Hier. Norio ist hier, aber keine Spur von anderen Menschen. Ich verzieh mich immer. Ich suche Rochi und die anderen Mönche und bringe sie in Sicherheit. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Selbstverständlich. Dankeschön. Makellose Präzision und Reichweite. Passt. Gut, dann war's für die Folge. Dann machen wir in der nächsten Folge hier oben weiter. Ich hoffe, das ist schon mal hin. Ja, machen wir das hier alles. Die 5 Fragezeichen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, dann machen wir vielleicht mal sogar hier unten weiter. Mal gucken. Oder halt hier, ne? Ist ja keine klare Rüstung. Wieder eine Reise in die Vergangenheit. Ja, schaltet unbedingt wieder ein dann. Ich würde sagen, wir machen das hier erstmal, oder? Was haben wir denn hier noch? Mentale Stärke. Das ist, obwohl ich benutze den Sturmritter nicht so oft, ne? Deswegen. Ja, machen wir das. Obwohl. Das benutze ich halt sehr, sehr oft, gerade wenn viele Gegner sind. Kunas verursachen doppelten Schaden, das ist gut. Vielleicht one-shotten wir die Gegner dadurch dann. Schildbrecher. Ja. Schlagwirbel. Ja. Zack, zack, zack. Passt. Gut, dann war's das. Auf Wiedersehen.